Das Einmalige dieser Badischen Weinmesse liegt darin, dass wir nur Erzeuger zulassen. Das heißt, wir haben keine Händler, die fremde Produkte anbieten, sondern nur badische Weinerzeuger können ihre badischen Weine, Sekte und ähnliche Produkte ausstellen. Und von daher ist dieses eine Weinmesse, die es sonst im Bundesgebiet nicht noch einmal gibt. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich um die 80 Aussteller haben und etwas über 900 Weine anbieten. Das ist mehr als im vergangenen Jahr. Zielgruppe sind sowohl Fachbesucher, die also aus dem Lebensmitteleinzelhandel, aus dem Fachhandel kommen, als auch die Privatbesucher, die den größten Teil, etwa 2/3 der Besucher ausmachen und hier ganz gezielt den neuen Jahrgang 2009 probieren, um festzustellen, wo ihre Schwerpunkte, wo ihre geschmacklichen Reize liegen und dieses entsprechend dann auch mit Geschäften, mit Ordern untermauern. Ich freue mich persönlich sehr, dieses Jahr auf der Weinmesse, der Badischen Weinmesse 2010 als badische Weinkönigin zu Gast zu sein. Vor allem auch, weil ich schon seit ich 10 Jahre alt bin, auf dieser Weinmesse bin. Also für mich ein Jubiläum auch, weil meine Eltern früher als Kleinbrenner dort vor Ort waren und Wein und Destillate ausgestellt haben.